Wir sind hier bei Kilrock Totauge und ihr werdet heute erfahren, welche Fähigkeiten er so hat und was man tun kann, um den Guten dann zu besiegen. Die große Besonderheit dieser Kampfarena ist hinten diese große Plattform. Wenn da Ads von hinten kommen und draus trinken, dann verwandeln die sich in solche großen, was wir möglichst verhindern wollen, aber das sehen wir dann gleich auch nochmal. Gemacht haben wir das Ganze mit 11 Leuten, 2 Tanks, 2 Heilern und 7 IDs, also nichts Besonderes. Das Rüstungsschreddern ist eine Sache, auf die der Tank achten sollte, denn der bekommt erheblichen Schaden dadurch und zusätzlich einen Debuff, der dann seinen erlittenen Schaden um 40% erhöht. Dabei ist es so, dass aktive Mitigationseffekte diesen Debuff verhindern. Heißt also so Sachen wie das Blutschild vom DK. Das heißt, wenn ihr immer euer Blutschild zum Beispiel oben habt, dann bekommt ihr den nicht. In dem Kampf haben wir jetzt gar nicht abgespottet, weil ich immer nur höchstens einen Stack hatte. Von daher passt das so. Ansonsten der andere Tank nimmt dann dieses große etwas hinten aus dieser Plattform rauskommt. Zudem gibt es noch weitere Ads, die dann von hinten kommen und die, wenn die die Pfütze vorne erreichen, dann auch groß werden. Also wir haben einmal die großen Ads, die in regelmäßigen Abständen kommen und wenn wir nicht aufpassen, beziehungsweise wenn die DDs nicht schnell genug auf die Ads, die von hinten kommen gehen, haben wir dann vielleicht 2 oder 3 gleichzeitig. Das heißt, ihr solltet als DDs auf jeden Fall auf die verschiedenen Ads umschwenken und die schnellstmöglich töten, dass die nicht nach vorne durchkommen. Die großen Ads machen übrigens in regelmäßigen Abständen Casts. Die solltet ihr als Tank bzw. als Melee, die dann da auch drauf gehen, spotten, weil sonst kriegt ihr da ordentlich Schaden und das ist nicht so schön. Das heißt, tankt den off, spottet den immer und tötet den auch möglichst schnell, dann sollten die eigentlich nicht so eine große Gefahr darstellen. Wir sehen hier gerade die Todeswindung, dabei wirft der Boss diese grünen Geschosse und unter Spielern tauchen Voids auf. Wenn die dann auftreffen, diese Geschosse verursachen sie Schaden, das ist ganz klar. Da solltet ihr möglichst weglaufen. Wie ihr das jetzt genau macht, müsst ihr selber gucken. Wir haben es so gemacht, dass wir uns auf einer Seite des Raumes gesammelt haben. Dann kamen die Todeswindungen und alle sind gemeinsam zur anderen Seite des Raumes gelaufen. Passt auf, dass ihr da nicht als Mage rüber blinzelt oder so, dann legt ihr die Void nämlich, wenn ihr Pech habt, noch auf der anderen Seite ab. So kann man es gut machen. Man könnte sich auch verteilen und dann läuft jeder raus, aber so ist das eigentlich schon eine relativ sichere Sache, wenn man dann als geschlossenes Camp immer dann rüberläuft. Wir haben dann noch den Herzsucher, dabei wird ein Spieler markiert. Und nach einer kurzen Zeit wirft der Boss dann eine Klinge in die Richtung. Das sieht man auch nochmal an so einem kleinen roten Pfeil, der vom Boss ausgeht. Wenn dann ein Spieler getroffen wird von dieser Klinge, lässt er einen Blub fallen. Dieser Blub wird dann versuchen, zum Boss zu kommen. Und wenn er den erreicht, heilt er den Boss ein bisschen. Wir sollten also Schaden auf diesem Blub machen, damit er den Boss nicht erreicht. Das Problem an der Sache ist jetzt, dass jeder Spieler, der von dieser Klinge getroffen wird, einen Blub fallen lässt. Wir haben es dann so gemacht, dass wir uns einfach links und rechts vom Weg aufgehalten haben und die Mitte quasi frei war für den Markierten. Der ist dann nach ganz hinten oder so weit wie möglich nach hinten gelaufen, damit der Blub eine möglichst lange Zeit braucht, um nach vorne zu kommen. Und so wird auch kein anderer getroffen. Das heißt, wir haben die Mitte frei. Das fliegt sauber durch bis zum markierten Spieler und wir haben nur einen Blub, den wir dann töten müssen. Und die Chance, dass der Boss geheilt wird, ist dann dadurch relativ gering gehalten. Wenn dann die Leute switchen, passt das alles wunderbar, dann stirbt der Blub vorher und wir haben keine Probleme, dass der Boss da wieder geheilt wird. Wir kommen dann jetzt zu einer sehr wichtigen Fähigkeit, das ist die Vision des Todes. Dabei wird der Boss in seiner Blickrichtung 3 kleine grüne Kreise ablegen. Dann müssen sich 3 Spieler reinstellen und die kommen dann in eine andere Phase. Wie das da aussieht und wie das funktioniert, das erzähle ich euch gleich. Ich würde euch nur empfehlen, bevor der Kampf anfängt, 2 Gruppen einzuteilen, a 3 Leute, die sich dann jeweils reinstellen. Vielleicht sagt ihr auch direkt, der und der geht in die erste, der und der in die mittlere und der in die hintere Void, damit es da auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Problemen kommt. Denn sobald nicht 3 Spieler drinstehen, also wenn nicht alle 3 Runen oder Kreise dann besetzt sind, dann kommt ihr nicht in die andere Phase. Das ist in dem Sinne kein Beinbruch, dass ihr dann
ja sofort wiped oder so, aber ihr bekommt da unten dann einen Damage Buff. Ihr braucht also dann zwei Gruppen, drei Leute. Warum ist das so? Die Leute, die wieder hochkommen aus der Phase, haben einen Debuff, dass die dann erstmal nicht wieder runter können. Das heißt, wir benutzen dann die zweite Gruppe, um beim nächsten Vision des Todes in die Phase zu wechseln. Und wenn die hochkommen, dann ist das so, dass der Debuff bei der ersten Gruppe wieder ausgelaufen ist. Und dann kann man immer so abwechselnd runtergehen. Die Phase ist sehr wichtig. Wir sehen jetzt, was man da machen muss, beziehungsweise wie das aussieht und was uns das überhaupt bringt. Wir sehen jetzt hier einmal nochmal die Kreise und wie sich die drei Leute reinstellen. Wie gesagt, innerhalb der kurzen Zeit, wo die Kreise da sind, müsst ihr auch zu dritt drin stehen. Ansonsten verschwinden die und ihr habt Pech gehabt. Wenn ihr drin steht, dann kommt ihr in diese Phase hier und da ist eure Aufgabe, Ads zu töten. Damit steckt ihr dann einen Buff hoch, der euch je nachdem, mit was ihr unten seid, 10% mehr Schaden gibt pro Stack oder 10% mehr Heilung. Ihr bleibt so lange da unten, bis ihr sterbt. Dann kommt ihr einfach wieder hochgeportet. Und ja, das passt dann, ihr kriegt dann den Damage bzw. Heilungsbuff und alles ist super. Ihr solltet gucken, dass ihr ungefähr ja 20 Stacks bekommt, das ist eigentlich optimal, mehr ist immer besser, aber ja, weniger solltet ihr dann nicht haben. Zudem bekommen Heiler noch, wenn sie wieder zurück sind, so einen ja, Kreis um sich herum, womit die einen Debuff entfernen können, wo ich dann gleich drauf zu sprechen komme. Der Debuff heißt Teufelsverderbnis und stackt hoch. Sobald 100 Stapel erreicht sind, wird der Spieler dann übernommen. Das heißt, ihr solltet in jeder Gruppe einen Heiler mitschicken, der dann, wenn er da ist, halt diesen besagten Kreis um sich herum hat. Da einfach reinstellen in diesen Kreis, beziehungsweise der Heiler kann ja auch einmal rumlaufen. Und dann werden diese Debuffs entfernt. Die kommen dann nach einer Zeit wieder. Das heißt, ihr müsst eigentlich in jeder Gruppe dann einen Heiler mitschicken, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Und das war es auch schon im Groben. Natürlich machen die Ads auch ein paar Fähigkeiten, aber die sind jetzt nicht so verheerend. Achtet einfach darauf, immer die Ads zu töten und erst wenn alle Ads tot sind, dann auf den Boss zu gehen. Ansonsten die Gruppen halt einteilen für die Vision und dann sollte das an für sich laufen, ein bisschen moven und so schwer ist ja gar nicht der Boss. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten schaut euch einfach mal den Textguide an, vielleicht hilft der auch schon. Schönen Dank fürs Zusehen und Dank auch an meine Gilde Reforge, beziehungsweise im Besonderen an Golem, der halt die Phase aufgenommen hat, die ich euch da reingeschnitten habe. Ja, besucht mich gerne auf Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Weiterempfehlen auch immer, gern gesehen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin, haut rein.